Ah, moin. Willkommen zurück in Göttingen. Jetzt wundert ihr euch, wo sind sie denn nun? Sind sie in Costa Rica? Sind sie in Deutschland? Wir switchen in dieser dritten Staffel immer ein bisschen hin und her. So haben wir es früher auch schon gemacht. Denn natürlich gibt es noch tolle Sachen aus den Tropen zu berichten. Aber ihr merkt es selber, in Göttingen ist gerade Hochsommer. Und obwohl gerade eine Gewitterfront die nächste jagt, haben wir zwischendurch immer ein paar schöne Sonnenflecken, die unserer Pflanzenwelt Energie garantieren. Und das bleibt natürlich auch hier im Kakteenhaus nicht unbemerkt. Und dann passiert sowas hier. Sowas Schönes. Unsere Kakteen fangen jetzt alle an zu blühen und das ist was, das müsst ihr unbedingt sehen, deswegen filmen wir das für euch. Die tanken jetzt richtig Sonnenenergie auf und in der Wildnis wäre es so, dass die Kakteen jetzt natürlich um sich werben müssen. Ne? Die haben dann eine Konkurrenz, da bricht eine Blüte aus, es ist ein bombastisches Bild und dann kommt eben sowas hier zum Vorschein. Und als wäre das nicht schon das höchste aller Gefühle, zeigt euch Schwerte jetzt, wie es noch toller geht und dafür schlagen wir uns jetzt ab ins Heiße. Es ist schon 20 Uhr, andere Leute sitzen vor der Glotze und gucken Fußball und wir sind im Kakteenhaus noch, hunderte von Kakteen. Und ja, Kakteen, ich muss mich fast entschuldigen, die haben immer so das Image, liebenswerte alte Leute, die sammeln Kakteen und vor allen Dingen dann gerne diese Marmelarien, die der ganz kleinen Größe schon blühen, ein niedlicher Kranz mit kleinen rosa Blüten. Die sind auch niedlich, aber ich fürchte, die sind für euch fast zu harmlos. Ich glaube, mit Marmelarien kann ich euch nicht catchen. Es gibt ja auch noch die richtig geilen Kakteen, auf die ich so stehe, die nämlich jetzt abends, wenn die anderen ihre Blüten schließen, die dann abends ihre Blüten öffnen. Und da haben wir euch was vorbereitet. Ich bin ja so heilfroh, dass ich davon nichts verstehen muss. Ich darf es auch nicht umreißen. 3 Bilder pro Sekunde sind das, glaube ich. Nee, 3 pro Minute. 3 pro Minute. Sag ruhig, dass das Uwe. Genau, Uwe, der vortreffliche Uwe Zimmermann, den wir schon kennen von verschiedenen Filmen. Und bin ich sehr dankbar für. Und diese Kamera wartet jetzt darauf, dass sich hier diese Echinopsis oxygona öffnet. Das ist ein Kaktus aus Argentinien, der nicht aus den Wüsten kommt. Der kann auch Regen vertragen und ist nässeunempfindlich, ist kälteunempfindlich. Und deswegen war das der ideale Bauernkaktus unserer Vorfahren. Also die Generation meiner Großeltern, die hat sowas dann auf dem Fensterbrett gehabt und dann im Sommer im Garten draußen. Und abends öffnen sich dann diese großen Blüten, bei einigen Arten weiß, bei anderen ein bisschen violett. Und dann hat Oma und Opa stolz davon gesprochen, dass bei der Königin der Nacht blüht. Und ja, man sieht dann, wie die sich ganz elegant öffnen und man sieht dann die vielen, vielen Staubblätter. Man sieht diese sternförmige Narbe in der Mitte. Und dann in der Natur würden dann große, tolle Schwärmer, Nachtfalter kommen und die Blüte bestäuben. Und wie gesagt, Oma und Opa, die waren dann mächtig stolz auf ihre Königin der Nacht. Was Oma und Opa nicht wussten, dies ist nicht wirklich die Königin der Nacht. Die Königin der Nacht, die zeigen wir euch jetzt. So, ihr Lieben, das ist jetzt wirklich die richtige Königin der Nacht. Klassischer geht es nicht. Das ist Selenicereus grandiflorus, ein Kaktus, der in der Karibik wächst und an der Ostküste Mexikos. Nicht unbedingt in Wüsten, in Trockenwäldern, auch in Wäldern mit einer richtigen Regenzeit. Also der wächst auch einigermaßen schnell. Diese Triebe können einen Meter im Jahr wachsen. Und dann kriegt er ab und zu dann nachts, wenn der Garten geschlossen ist, diese riesigen Blüten, 20 cm breit. Und diese Röhre ist auch 20 cm lang. Und da muss man sich dann einen Bestäuber dazu vorstellen. Einen großen Nachtfalter, der hier vorne schwört und mit seinem Rüssel dann hier hinten den Nektartropfen erreicht. Also was müssen das für große, herrliche, tropische Tiere sein, die dann nachts kommen, wenn ja, der Mensch normalerweise sowas nicht sieht. Und ja, das hat der Botanische Garten zu bieten. Dazu braucht man Personal, dazu braucht man Gewächshäuser. Aber um euch das zeigen zu können, braucht man natürlich auch fantastische Kameraleute wie Tim Oettel und Uwe Zimmermann, die das jetzt für euch möglich gemacht haben. Und ja, dafür sind wir auch gerne mal bis fast Mitternacht aufgeblieben. Der Garten ist jetzt zu, aber er ist jeden Tag von 8 bis 18 Uhr offen. Und vielleicht sehen wir uns im alten Botanischen Garten.